Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Herzgold und Sehnsilber hier bei Crush Fortific 89. Wir befinden uns nun vor den Felstunnels, wollte ich schon Erztunnels sagen. Lol. Gleich wieder zu Beginn ein Blackout. Ich habe Meganie Blitz beigebracht offscreen und habe halt jetzt mir 5-mal Blitz gekauft in Dukatia City, weil in Saffronia City gibt es ja Blitz leider nicht. Und ja. Jetzt können wir uns endlich ungestört zum Blitzhund aufbegeben. Ich habe halt jetzt Giftpuder vergessen lassen. Wird wahrscheinlich ein großer Fehler gewesen sein. Aber was soll ich machen? Meganie beherrscht ohnehin nicht so viele gute Techniken. Der Felstunnel, da ist er wieder. Wie aus der guten alten Zeit. Und ein purer Grafikfehler vor der Win. Weil, hallo, ich hätte auch so sehen können, was hier abgeht. Ich weiß nicht, ob es an meiner Einstellung liegt, aber ihr habt es ja selbst gesehen, dass man an der Ecke und Kante doch noch was sehen kann. Aber zur Sicherheit habe ich halt beschlossen, Blitz einzusetzen. Hier gibt es natürlich nur Lappen-Pokémon von Dienst, aber dafür auch welche aus der anderen Generation. Ich werde aber jetzt trotzdem mal versuchen, Schutz einzusetzen, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass jetzt irgendwelche dahergelaufenen Pokémon mich ständig hier belästigen. Also machen wir jetzt das Beste draus und versuchen jetzt hier möglichst gut durchzukommen. Ich weiß nicht, wie der Felstunnel von der zweiten Generation so abgelaufen ist. Schleuder! Ah, ich glaube, das bringt leider nicht so viel die Attacke bei, Wie funktioniert die nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Die Attacke richtet sich nur nach der je nachdem, ob der Anwender nun ein Item trägt oder nicht. Und er schleudert das Item direkt auf den Gegner. Ich glaube, bei der Eisenkugel. Ja, Eisenkugel. Die verstärkt die Schleudertacke. Aber ich glaube, Schleudertacke wirkt auch so ohne zusätzlichen Item. Ich weiß nicht mehr. Oder? Ne, ich glaube, dass man dafür ein Item braucht, um die Attacke einsetzen zu können. Ach, keine Ahnung, das ist mir jetzt egal. Schlendern wir jetzt mal hier durch. Ich könnte auch zu Trümmer. Nein, Blödsinn, ich habe ja keinen VM-Sklaven dabei. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Nicht, dass ich jetzt hier Stärke brauche oder so, weil dann würde ich jetzt dezent am Rad drehen. Obwohl, dann müsste ich jetzt zum Beispiel Meganie Stärke beibringen, weil, oh, hier braucht man auch noch Kraxler, stimmt. Ah, das ist jetzt kacke, weil, ich habe gerade Kraxler nicht parat und Müsste ich halt mal nochmal erkunden. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt offscreen machen werde oder ob ich das mit euch machen werde. Das müsst ihr mir mal in den Kommentaren schreiben, obwohl dann wird es wahrscheinlich zu spät sein, wenn das Kommentar ankommt, weil das braucht seine Zeit, bevor das Part hochgeladen wird. Und bis dahin habe ich ja schon bestimmt schon lange, bestimmt bevor der Part aufgenommen hier hochgeladen worden ist, habe ich, oder während der Part hochgeladen worden ist, habe ich, bin ich bestimmt schon bei der Aufnahme des allerletzten Parts. Stecke ich bestimmt schon bei der Aufnahme des allerletzten Parts. Oh mein Gott. Heute habe ich es wieder. Es geht wieder los. Mein Commentary sackt wieder. Es geht nicht mehr. Ja, das ist wieder typisch für mich. Hätte ich bloß nicht diese bescheuerte Handicap, dann würde ich eine weitaus bessere Konversation von mir geben. Aber naja, Sprachfehler müssen nun mal sein. Ich meine, man hat mir eigentlich auch, als man meinen Kanal vorgestellt hat, weil man hat ja auch mit meinem Kanal Werbung gemacht und da hat man dezent erklärt, was bei meinem Kanal so abläuft und derjenige hat wirklich so, boah, krass von mir gesprochen, aber wirklich so, nicht im negativen, sondern im positiven Sinne, dass ich mir dachte, oh Gott, so hoch habe ich mich, hätte ich mich nie eingestuft, dass ich so gut wäre. Natürlich hat er auch gesagt, dass gelegentliche Sprachfehler auch dabei sein können, weil ich klar und deutlich spreche, angeblich. Naja, okay, wenn ihr meint. Ich meine, euch hat es ja bisher auch nicht so gestört, weil ihr seid da trotzdem meinen Projekten meist immer treu geblieben. Und ist das schon das Ende? What the fuck? Dann hätte ich das beim letzten Part auch noch mit reinschneiden sollen. Hätte ich vorher gewusst, dass der Felstunnel nur so kurz ist? Hä? Nee, oder? War das echt schon? Wäre es echt schon alles vom Felstunnel aus der zweiten Generation? So habe ich das gar nicht in Erinnerung. Krasse Kacke, ey. Moment, was ist denn da hinten? Da komme ich irgendwie nicht ran, oder war ich da schon?
Alter, ist das kompliziert. Nee, wisst ihr was? Wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, draußen zu sein, weil ich wollte schon sagen, dass ich dann nach dem Felstunnel den Part beende und dass es dann an der Stelle erst im nächsten Part weitergeht, aber das wäre jetzt zu viel des Guten. Also da jetzt der Felstunnel eh so kurz wurde, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einfach nochmal durch die Route 10 schlendern und dort noch die ganzen Trainer hier bashen, bevor wir dann endlich Azuria City erreichen. Warst du schon mal bei einem Picknick? Das macht großen Spaß. Also, zugegebenermaßen, ich im Real Life in ein Picknick, also im Freien und draußen, glaube ich nicht. So Zelten war ich zwar mal, aber das hat mir auch nicht so gefallen. Vor allem, als mein Sturm aufgekommen ist, oh, da hat sogar das Zelt beinahe weggeweht. Da mussten wir jetzt natürlich dann im Sommerhaus retten, weil das war wirklich grausam. Weil wir sind nämlich auch im Garten des Sommerhauses gezeltet, weil Freunde von, beziehungsweise ja schon Freunde der Familien, wir sind nämlich bei Sommerhäusern von den Großeltern von Freunden der Familie übernachtet. Ich und mein Vater und ein Freund der Familie, also ein guter Kumpel, welcher gleichzeitig auch von seiner Ex-Freundin gleichzeitig auch der Neffe ist. Bei deren Sommerhaus haben wir praktisch mal im Sommer des Öfteren übernachtet, immer wieder gerne. Und in den Pool, im Pool geschwommen, beziehungsweise beim Nachbarsee sind wir dort immer gern geschwommen. Und da haben wir auch mal gezeltet. Nur ist das Zelt mal... Wir backen viele gute Sachen, die wir mit allen teilen. Die sind lecker, glaub es ruhig. Ich kann es mir schon vorstellen. Komme ich da so runter zu dem Wanderer? Jetzt muss ich wieder Wege und Schikanen nehmen. Vor allem schon wieder Zerschleiderbüsche. Was soll denn das? Ich hoffe, die hindern mich jetzt nicht an bestimmten Wegen. Anscheinend doch, oder? Oder komme ich auch so dorthin? Ich glaube, ich komme auch so ohne die Zerschneidebüsche hin, weil das konnte ich auch in der ersten Generation. Ich wollte greifen, aber zuerst müssen wir kämpfen. Aber als es dann zu einem Sturm kam, da wurde natürlich das Zelt halb weggeweht, während wir noch drinnen lagen. Und da mussten wir uns natürlich dann in Sicherheit wiegen. Das hättet ihr sehen müssen, wie krass das war. Naja. Jedenfalls haben wir dann im Sommerhaus übernachten müssen die letzte Nacht. Aber im Zelt hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn da manchmal immer Ohrenkriecher ins Zelt gekommen sind. Also das sahen aus wie winzig kleine 100-Füßer. Aber so ekelhaft. Wir hatten da schon in Taschentuch Packungen. Ich glaube, ihr solltet lieber das jetzt nicht gucken, während ihr esst. Oder zuhören, während ihr gerade was isst, okay? Weil das wird euch den Appetit verderben. Wir haben schon in Taschentuchpackungen mindestens 20 oder 30 Stück Tote von denen drin gehabt. Und es sind immer wieder welche reingekommen. Das ist so ekelhaft. Ich mag solche Viecher nicht. Ernsthaft, ich mag sie nicht. Könnte ich kotzen. Die Viecher machen mich nur kirre. Bin ich froh gewesen, dass wir das dann hinter uns hatten. Mein Sommerhaus, da war es ungezieferfreier. Und vor allem der Sturm hat ja das halbe Zelt fast weggeweht. Und da mussten wir uns natürlich ins Sommerhaus retten, wie schon gesagt. Naja, aber es hat ja trotzdem Spaß gemacht. Oh Mist, ich hab verloren! Jetzt hast du das Flüsslein mit der gigantischen Kraftwerk. Dort werden wir als nächstes hingehen. Aber zuerst mal werden wir Azuria City einen Besuch abstatten. So. Ja, Schutz brauchen wir jetzt eh nicht mehr, weil wir kommen kein hohes Gras mehr rein. Oh, ich brauche heute, dafür brauche ich... Kacke, ich brauche doch den Zerschneider, das kann nicht wahr sein. Ja, und jetzt bräuchte ich hier den Schutz. Alter, alles kommt schon wieder zusammen. Happy Tag. Okay, nicht verzagen. Alles doch im grünen Bereich. Ja, aber wen sollte ich jetzt nehmen? Ich denke, ich sollte wieder entweder Sichlo oder Pins hier mitnehmen. Aber jetzt okay, ich immer auf Items bewegen.
An der Stelle war immer Pokémon bewegen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ich weiß auch nicht. Aber wen tue ich jetzt dafür weg? Ja, der Ampharos jetzt Level 50 erreicht hat, glaube ich, tue ich das jetzt mal. Das ist ein Weg und es laggt schon wieder wie Sau. Naja, Meganie kommt auch mal kurz weg. Pinsir hat ja auch Zerschneider drauf, oder? Ja, Zerschneider. Okay, passt schon. Und Garados tue ich auch jetzt mal schnell rein. Weil... ja. Weil wir wollen ja dann noch surfen. Obwohl, naja, eigentlich wollten wir erst später surfen. Ach. Sorry, jetzt bin ich mal kurz aus dem Konzept gekommen. Jetzt habe ich gerade mir über ein paar Sachen nachgedacht und dabei, ja, bin ich ein bisschen aus dem Konzept geraten. So, okay, surfen wollen wir erst später. Gut. Können wir jetzt endlich aufmachen nach Azuria City und dabei alles einkassieren, was im Weg liegt. Wir müssen wahrscheinlich zum Felstunnel nochmal zurück, wenn wir Kraxler haben, weil dort können wir uns noch ein paar Sachen abholen. Ja. Ich freue mich schon auf den Silberberg, weil da brauchen wir erst recht vor allem Sklaven, beziehungsweise vor allem Attacken. Ist zwar scheiße, aber was soll man machen? So, du lässt mich erstmal in Ruhe, Burschi. Ich habe jetzt keine Zeit. Ja, aber der Wanderer, der wird mich noch... Nein, okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt mein Team jetzt gerade in der richtigen Reihenfolge habe. Nee. Ich glaube nicht, so wie es aussieht. So. So sieht es doch schon viel besser aus. Ich glaube, ich lasse Quappo an zweiter Stelle so. Oh, gib mir mal das Teil hier, das ist... Oh! Lichtkanone, wow! Eine spezielle Stahlattacke. Die klingt nice. Vielleicht könnte Ampharos die Attacke auch lernen, weil... So manche Elektro-Pokémon können die Attacke auch lernen. Schauen wir mal. Das gibt's ja nicht! Keiner kann die Attacke lernen. Ist... Oder? Echt euer Ernst? Lichtenergie, hallo? Elektrische Energie kann doch auch in Licht... Oh. Ach, vergesst es. Vielleicht kann Meganie die Attacke lernen, aber da zweifle ich jetzt stark daran. Na gut, okay. Habe ich wenigstens mal die Attacke... Ich heb sie mir mal auf, vielleicht bekomme ich irgendwann... Vielleicht kommt irgendwann ein Pokémon, das die Attacke lernen kann. Ja, da brauchen wir auch den Zerschneiderbusch, um an das Item zu kommen, also... Hier ist alles hinter Zerschneiderbüschen versteckt. Das ist echt nicht euer Ernst. Lichthelm? Was? Also Lichtlehm? Ja, auch was? Was ist denn ein Lichtlehm? Moment, das muss ich mir nochmal angucken. Lichtlehm. Ein Item zu tragen. Verlängert die Dauer von Lichtschild und Reflektor. Ach so. Oh, nütz bis zum geht nimmer mehr. Hast du schon mal von Silberberger Jodo gehört? Ein Modeschimmer der Silberfarm, daher der Name. Wie ist es eigentlich mit euch so? Wart ihr eigentlich auch mal in ein... Habt ihr auch mal in Zelten übernachtet oder wart ihr mal generell Zelten? Würde mich auch mal interessieren, das eure Meinung dazu zu hören. Also, mir hat es ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es, naja... dazwischen ein bisschen, konfus wurde, aber was soll's. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich probiere jetzt schon Flammenwurf. Ich weiß, das ist ein Fehler, weil es nicht effektiv ist, aber... Was mir eigentlich auch aufgefallen ist, dass die Gestein... Ja, seht ihr... What the hell? Also Volltreffer. Ihr müsst wissen, dass Spezialangriffe auf solche wie Kleinstein... Georock und Geo... Also Geo... Bei Georock eine gute... Dass die Spezialverteidigung von... Solchen wie Kleinstein, Georock, Geowatz extrem gering ist. Ich habe zum Beispiel mal... Ein Rezeros mit Level 65 in der ersten Generation mit einem Level 70 Glurak. Mit einem Schlag down gekriegt. Mit einem einzigen Flammenwurf. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß nicht, ob es vielleicht einen hohen Spezialangriff von Glurak lag. Und das, weil Rezeros so eine extrem hohe, extrem niedrige Spezialverteidigung hat. Ihr seht jetzt, wie viel Schaden das immer noch macht. Ja. Toll. Was wollt ihr eigentlich mit ihren Explosionskack? What the fuck?
Ey, nicht euer Ernst! Was zum Teufel? Wieso wurde der mit einer Explosion down gemacht? Seid ihr gestört? Betrug. Was soll das denn? Ein Georock? Arcani? Mit Explosion? Ist echt Step? Ist nicht Step? Und... Hä? Von dem Kampf wohl hat der Bär nicht gesehen. Ich träume wohl. Scheiße, jetzt hat Arcani EP... Jetzt sind EP verschwendet worden. Was zum Teufel? In Gottes Namen. Fuck, das kann nicht wahr sein. Ach, noch dazu. Ich will Arcani jetzt ein bisschen trainieren, weil die nächste Arena gegen Zuria City gegen Misty, da gibt es nur Wasser-Pokémon und da hat Arcani keine Chance. Da ist sind höchstens Megani und Ampharos dafür geeignet. Oi. Spinne, wohl muss das wohl geträumt haben. Das kann nicht wahr sein. Mit einem Schlag gekillt. Wie lahm war das denn? Von einem Georock. Ich könnte mich aufregen. Ich könnte mich jetzt ganz hart darüber aufregen. Verschwendete EP. Die Leute sollen ihre Mühe nicht hier rumliegen lassen. Ja, auch wieder ein wichtiges Thema. Umweltverschmutzung. Ich könnte mich wirklich auch über die Leute aufregen, die da auch ihren Müll ständig liegen lassen. Und das sogar 10... Die lassen echt den Müll auf dem... Dass so manche Leute auf Müll auf den Boden schmeißen, obwohl der Müllkorb erst 10 Meter oder maximal 10 Meter von einem entfernt ist. Und die 10 Meter wollen die einfach nicht gehen, sondern schmeißen das einfach auf den Boden und gut ist. Ich könnte mich über solche Leute echt einfach nur aufregen, wie dumm die eigentlich sein können. Aber was soll man machen? Leider Gottes... Ist die Welt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen? Was soll's? Damit muss man halt leben. So ist das Leben halt. Hoffen wir mal, dass die Welt dadurch jetzt nicht zu sehr zugrunde geht, weil wir alle wissen ja, der Mensch ist das größte Raubtier auf Erden. Steht nicht nur ganz oben auf der Nahrungskette und richtet. Viele sagen sogar, dass der Mensch eigentlich auch die Erde zugrunde richtet und auch schuld an der ganzen Katastrophen, die was die Erde heimsucht, wie die Ozonschicht und so, dass das alles die Schuld des Menschen ist. Schade, ich habe verloren. Auch aufgrund dieser ganzen Spraydosen und den ganzen Kack. Energiespeicher ist wichtig, aber die Natur ist doch viel wichtiger. Zum Glück sind die meisten Menschen also der höhere Prozentsatz gegen Umweltverschmutzung. So wie ich zum Beispiel auch, weil ich schmeiß alles in meinen Müll und versuche ihn auch möglichst gut zu trennen. Natürlich übertreibe ich es damit nicht so wie so manche andere, aber ich halte halt einfach meine Umgebung sauber. So ist es halt. Einfach der normale Durchschnittstyp, der sich schon gegen die Umweltverschmutzung durchsetzt, aber auch nur im normalen Sinne, indem ich einfach meine Umgebung sauber halte und nicht auf den Boden schmeiße, sondern brav in den Müllkorb, wo er hingehört. Ihr versteht, was ich meine. Ich bin hier, um den Felsenturm zu erforschen. Na dann viel Glück, weil viel wirst du dort nicht sehen können. Es ist nicht mehr so viel vom Felstunnel übrig geblieben, wie er vor dem Felstunnel übrig geblieben, der er noch war. Aber ernsthaft. Ich weiß es, ich komme gerade von dort. So, Bedroher. Und jetzt Drachenpuls. Hau voll rein! Mach das Enteron weg! Ja, das ist echt krass, wie das passieren konnte, dass mit einem Schlag gekillt wurde. Ist die physische Verteidigung echt so niedrig, oder was? Oder war Explosion eher Spezialangriff? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war eher physisch. Ah, ich bin mir absolut unschlüssig. Ja, Flammenwurf bringt kaum mehr was. Aber gleich ist wenigstens das Entron weg. Ich hoffe, er hat nicht noch ein Wasser-Pokémon. Oder ein Pokémon, das auf Feuerattacken auch nicht so richtig reagiert. So, geh sterben. Entron? Sehr schön.
Okay. Es gibt endlich ein Level-Up für Akani. Ja, ich habe gerade gesehen, dass die physische Verteidigung recht niedrig ist, leider Gottes. Puh, das wird richtig ein Spaß, wenn ich erstmal meine Pokémon offscreen trainieren muss, weil selbst mit hoher Geschwindigkeit und wenn ich immer nur gegen Trainer kämpfe, kann das trotzdem eine Ewigkeit dauern. Oh Mann, aber ich sollte das auch wirklich außerhalb der Aufnahmesessions machen. Muss ich mir möglichst Zeit dafür nehmen. Das Problem ist halt, dass ich da außerhalb der Aufnahmesessions erstmals Videos hochlade, Videobeschreibungen hinzufüge. Uff, das war heftig. Mein Pokémon-Team wurde verletzt, bevor ich den Felsturm erreicht habe. Jetzt schnell zum Pokémon-Center. Ja, aber schnell, Dali, Dali, Dali. Habe ich den Wanderer schon gehabt? Ja, den habe ich schon gekillt. Ich glaube, ich habe alle Trainer hier jetzt schon in meiner Umlaufbahn besiegt, oder? Also auf meinen Wege besiegt. Ich glaube, da gibt es keinen mehr. Oh doch, die? Nein, habe ich schon. Nee, ich habe alle jetzt bereits. Also wir sind jetzt dann in der Zuriasit angelangt. Und jetzt war ich bei irgendwas stehen geblieben, aber ich weiß nicht mehr was. Womit hat das nochmal zu tun gehabt? Ach ja, Videobeschreibung hinzufügen und natürlich auch noch die Thumbnails bearbeiten, welche ich ja mit GIMP und das Gates Thumbnail Tool erstelle. Ach, da ist noch eine. Also ein R. Sorry. Hey, Dolom, wirf deinen Müll nicht hin! Alter, sehe ich so aus, als hätte ich den Müll irgendwo hingeschmissen? Ich hab doch gesagt, dass ich gegen Umweltverschmutzung bin, Junge. Hast du nicht zugehört? Tja, dir werde ich Flausen in den Kopf. Wer hat dir bloß diese Flausen in den Kopf gesetzt, dass ich, bitteschön. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Dir werde ich Manieren beibringen, genau das wollte ich sagen. Oh Mann! Wie ich da wieder aus dem Konzept komme. Okay, aber jetzt habe ich es endlich. GIMP und Skates Thumbnail Tool benutze ich ja für meine Thumbnails. Ja, und das sind sogar noch Gratis-Programme, also selbst mit Gratis-Programmen kann man schon viel anstellen. Ich nehme mit Fraps ein Screenshot auf von meinen Videos, bearbeite das mit GIMP. Und mit Skates Thumbnail Tool füge ich noch die Zahl hinzu und fertig ist mein Thumbnail. So einfach ist das. Naja. Ich könnte auch einige Screenshots vom Internet rausholen. Was wollte ich jetzt sagen? Aber ich benutze lieber die Screenshots, die ich habe. Ich meine, die aus dem Internet könnten vielleicht auch eine etwas höhere Qualität haben. Muss aber nicht immer sein. Okay. Rasas Angriff wird vermindert. Und Akani setzt Feuersturm ein, um das Rasaf zu brutzeln. Und das wär's. Und damit müssen wir jetzt alle Trainer auf den Wege nach Azure City down gemacht haben. Sehr schön. Ich wollte doch nur darauf hinweisen. Entschuldige, jetzt sehe ich's. Das war nicht dein Müll. Dankeschön. So. Bin froh, dass er das endlich kapiert hat. Okay. Wir sind in Azuria City angelangt. Sieht schon hübscher aus, als ich es in Erinnerung habe. Das Cup im Non geht bei Mädchen als beliebter Ort für Rendezvous. Soll ich dir ein Geheimnis erzählen? Es gehen immer wieder Gerüchte um, nach denen irgendwelche Leute auch Misty, die Arenaleiter, dort erspäht haben wollen. Das muss man erst mal verdauen. Oh, Misty. Treibt sich ja auch gerne rum, was? Aber da haben wir da. Oh nein! Lass mich in Ruhe! Alter, wie viele Kamera-Accounts gibt's denn hier? Was bist du? Wer bist du, wollte ich sagen. Ich bin in diese Stadt gekommen, weil man mir sagte, dass sie eine Höhle mit extrem starken Pokémon geben sollen. Na du? Na, dein Radar schlägt aus. Ja, aufgrund der Tatsache, weil sich diesmal ein Item hier im Wasser befindet. Und ja, diese Höhle mit extrem starken Pokémon ist die Azuria-Höhle. Dort lebt auch Mewtwo. Dort kommen wir aber erst hin, sobald wir, alle 8 Orden aus Kanto errungen haben. Das heißt, wir waren in der Pokémon-Arena von Kanto?
Ja, tue ich. Ich glaube, der hat früher Informationen über Orden gegeben. Heute macht er das wohl nicht mehr so gern. So, und genauso wie es früher war, können wir über die Route 4 nicht mehr zurück. Wir müssen also einen anderen Weg zurück nach Marmoria City und zum Mondberg finden. Okay, und das ist der Fahrradladen von Azuria City. Kennen wir ja bereits. Es gab vor einiger Zeit eine Jungen, dessen Kostüm. Könntest du mit dem Fahrrad einen regelrechten Drahtesel-Boom auslösen? Die Fahrräder waren so heiß bekehrt, dass ich dich wurde und eine Zerstellendukate City öffnete. Der Laden entwickelte sich zu einem Hit. Wir schotten die Röhre. Alles, was wir noch anbieten könnten, sind ein paar Luftpumpen. Vielleicht wechsle ich besser den Beruf und verkaufe einfach Schwimmreifen. Oh je, mit dem Fahrradgeschäft läuft es anscheinend nicht mehr so gut, was? Ja, ja, so ist es halt. So, die Stelle haben wir noch gar nicht erkundet. Dort, wenn wir dort runtergehen, gab es dort früher den Pensionsleiter. Gibt es den hier immer noch? Schauen wir nach. Ja, ich spüre einen dunklen Schatten über die Hängen. Verwirrt dich, soll ich loswerden. Oh. Das ist echt gefährlich, jetzt bist du in Sicherheit. Schutzband, hä? Was war das nochmal? Hält das wilde Pokémon von mir ab? Ein Item zu tragen, jetzt die Begegnung mit wilden Pokémon, der Träger an erster Stelle steht. Ach so, ja, okay, ja. Meine Oma befasst sich mit dem Betreiben böser Geister. Es tut mir leid, wenn sie dich erschreckt haben soll. Erschreckt haben sollte. Kein Problem. Ich kann auch nicht mehr lesen. Das sieht man gerade. Und ja, früher war hier die Pokémon-Pension. Heute ist anscheinend nur noch eine alte Dame da, welche sich mit den Vertreiben von bösen Geistern beschäftigt. Schwarze Kraft hat Brett gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Also, den Tunnelpfad können wir immer noch nicht nutzen. Obwohl eigentlich schon, wenn wir das Kraftwerk lösen, können wir diesen einen Tunnelpfad schon nutzen. Aber nicht alle beide, soweit ich weiß. Vorhin hat sich als römischer Camp Schwarz Klamotten nach dem Weg zum Kraftwerk gefragt. Er sagte ständig geheimes Secret und dass niemand davon erfahren durfte. Aber wenn ich mal fragen dürfte, was heißt denn Secret überhaupt? Secret ist das englische Wort für Geheimnis. Hm? Pokémon Arena Misty, die junghafte Meerjungfrau. Ja, die Beschreibung passt perfekt zu ihr. Zu bad! Oh, sind das jetzt die Pensionsleiter auf Pension? Mein Mann scheint so glücklich darüber zu sein, dass er mit allen Pokémon zusammenleben kann, die sich über die Jahre ertauscht hat. Und das mit ihm zusammenzuleben, dass ich mit ihm zusammenleben darf, macht mich zur glücklichsten Frau der Welt. Ach, ich bin jetzt so glücklich. Ja. Viel Glück noch, ihr beiden. Okay. Oh, es ist die eine, dessen Lamus einen nicht gehorchen möchte. Lamus und ich, wir gehen mein brettiges Team ab. Los, Lamus, zeig an deinem Psychokinese. Sein Psychokinese ist echt eine Wucht. Oh, anscheinend gehorcht jetzt auf einmal Lamus dem Mädel. Ja. Lamus glüht vor Unternehmungslust. So? Sonst sind Fleckmann und Lamus eher... Naja, ist egal. So. Also, wir haben uns jetzt mal in der Stadt umgeguckt. Dann gehen wir mal rasch ins Pokémon Center und heilen jetzt mal unsere Pokémon und sollten auch unser Team wieder vervollständigen, denn wir machen ja jetzt gleich wieder einen Arena-Kampf. Jetzt können wir endlich um unseren fünften Orden kämpfen. Wir haben einige Pokémon dabei, welche im Vorteil sind, sowohl Meganier als auch Ampharos. Ich glaube, ein anderes Pokémon ist auch noch im Vorteil, oder? Nein. Ich glaube nicht. Nee, also Arcani ist jetzt das einzige Pokémon, das für diese Arena nicht geeignet ist. Deswegen wird es dann an die letzte Stelle gesetzt. So, dafür aber Meganie. Oder sollte ich einfach aus meiner ersten Stelle legen? Ja, ich glaube... Ach, ich würde vorschlagen Meganie. Oder Ampharos, ich weiß nicht. Nee, Ampharos, komm, Ampharos. Meganie wird auch noch in der Arena, also in der Marmoria Arena rocken können. Während Quappo könnte dort ein Guess reißen. Und genauso, naja, eigentlich nicht, eher nicht.
Also Quappo in der Marmoria Arena. Nee, Megani in der Marmoria Arena und Quappo in der Zinnober Arena. Aber da fehlt noch. Ah ja, genau. Die letzte Arena von Vertania City. Die fehlt dann auch noch. Da müssen dann alle meine Teammitglieder ihr Bestes geben, denn der Arenaleiter da ist nicht von schlechten Eltern. Der hat einiges drauf. Das ist wieder dieser Kamerakauz, oder? War das der? Ja, das war er. So, die Nugget-Brücke. Befindet sich hier immer noch Trainer? Was willst du von mir? Gerade jetzt, wo ich ihr Herz richtig zum Schwitz gebracht habe, kannst du in Ruhe lassen? Ich bringe hier gerade einen romantischen Augenblick zu zweit. Es ist erstehend in den Wind. Unfreundlich bis zum geht nicht mehr. Alter Schwede, ich habe doch gar nichts gemacht. Hier war früher auch mal ein Item. Und in Pokémon Gelb konnte man hier auch noch eins der drei Starter-Pokémon bekommen. Das war auch wirklich das Geile in Pokémon Gelb, weshalb auch ich diese Edition auch mehr mag als Pokémon Blau und Rot, weil man dort alle drei Starter-Pokémon zusätzlich ins Team holen konnte. Sowohl Shiki, Glumanda als auch Bisasam. Bisasam war das erste. Glumanda konnte man hier bekommen, nur Shiki bekam man erst in Urania City. Und auch nach dem dritten Orden. Okay, hier halten sich wieder laufende Trainer am laufenden Bande auf. Ich sehe alle sechs Trainer und ich erwarte den wunderbaren Preis. Was meinst du? Glaubst du, hast das Zeug dazu? Oh, schau einer an. Diesmal halten sich also die Nugget-Trainer nicht auf der Nugget-Brücke auf, sondern hier, auf der Route. Also direkt nach der Brücke. Ach. Ihr wisst schon, was ich meine jetzt gerade. Oh Mann, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Und eigentlich wollte ich ja jetzt die Arena betreten. Wir wollen ja wissen, was da los ist. Ob wir jetzt gegen die Arenaleiterin kämpfen können oder nicht. Oh Mann. Ampelleuchte, mach endlich das Mirapla down. Alter Schwede. Das Mirapla hält aber ganz schön was aus. Wäre es ein Giflor oder ein Blubella, hätte ich jetzt mehr Probleme gehabt. Wow, gut gemacht. Ja, den habe ich schon mal down. Den haben wir schon mal down. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Okay, gehen wir jetzt doch mal zurück zur Arena. Und sehen nach den Rechten. Wenn die Arenaleiterin nicht da ist, angeblich. Hier sieht es wirklich leer aus. Was ist hier los? Ein schönes Schwimmbad. Hier ist tatsächlich niemand drin. What the hell? Ja, natürlich wusste ich das. Ich habe das jetzt nur mit Absicht gemacht, okay? So. Ach nein. Incognito-Style, aber voll. So, schon besser. Na gut, da gehen wir zurück zur Nugget-Brücke, beziehungsweise zum Cup der Verliebten. Und dort werden wir jetzt noch gegen die restlichen Trainer im nächsten Part kämpfen. Ja, sorry, an der Stelle muss der Part wieder enden, weil es hat wieder einige Zeit gedauert. Aber ich schwöre, wir werden im nächsten Part sowohl gegen die Trainer als auch gegen die Arenaleiterin kämpfen. Das verspreche ich euch. Also wie schon gesagt, Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und trotz des grottigen Kommentars wieder mal dazwischen. Ja, manchmal verliere ich echt die Konzentration und dann passiert sowas. Das tut mir wirklich leid. Aber wenn es euch ja trotzdem nicht stört, das könnt ihr mir auch in den Comments mitteilen. Das würde mich gerne interessieren, ob ihr auch trotzdem dabei bleiben wollt und ob ihr mich so akzeptiert, wie ich bin. Es ist halt nun mal so, ich habe halt leider einen leichten Sprachfehler. Immerhin kann ich mich schon verständlich für euch ausdrücken, oder? Müsst ihr mir natürlich alles selber mitteilen, eure Meinung dazu. Bitte schön in den Kommis. Okay, jetzt halte ich meine Klappe und verabschiede mich und sage danke fürs Gucken und wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Let's Play Pokémon Herzgold und Seelensilber. Also seid gespannt und schaltet wieder in Eurocraft Modifikate hinein. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute!